Bis zu 40 Patientinnen am Tag versorgt Gynäkologe Christian Albring in seiner Praxis in Hannover. Eigentlich, denn rund 10% kommen erst gar nicht zum Termin, ohne vorher abzusagen. Das ist sehr ärgerlich, weil wir hier in den Praxen eben Däumchen drehen, obwohl wir eigentlich anderen Patienten, die am Morgen noch angerufen haben, wegen akuter, dringender Notfälle, die Termine nicht geben können. Für Praxen, die auch noch operativ tätig sind, ist besonders dumm, da steht der Narkosearzt, die Narkoseschwester, der Arzt als Operateur und die OP-Schwester stehen da und warten auf die Patientin oder den Patienten, der dann nicht kommt, um den Operationstermin einzuhalten. Ein Problem, das viele Fachärzte haben. Einige stellen ihren Patienten schon eine Ausfallgebühr in Rechnung, in der Regel 60 Euro. Wenn die dann dagegen klagen, entscheiden Gerichte ganz unterschiedlich. Und genau da sieht die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ein Problem. Wir wünschen uns eine klare rechtliche Regelung, damit sowohl Patientinnen und Patienten als auch Ärztinnen und Ärzte mit diesem Thema umgehen können, ohne sich auf einen rechtsunsicheren Raum zu bewegen. Für einen nicht abgesagten Facharzttermin eine Strafgebühr zahlen. Die Niedersachsen sind sich in ihrer Meinung dazu überwiegend einig. Wenn ich ihn nicht wahrnehmen kann, kann ich ihn absagen. Das muss jeder können. Und wenn er das nicht kann, dann heißt das, er will es nicht. Und dann kann er durchaus dafür bezahlen. Gebühr ja, einfach nicht erscheinen geht gar nicht. Es gibt ja auch Wartelisten bei den Ärzten, wo dann Menschen angerufen werden, die schon länger warten. Von daher finde ich das korrekt, eine Gebühr zu bezahlen. Dass man entweder eine Verwarnung bekommt beim ersten Mal, ja, beim Facharzt, oder dass man eine Gebühr bezahlen muss von 5 Euro. Es muss ja nicht gleich die große Summe sein. Dem niedersächsischen Sozialministerium geht eine Strafgebühr zu weit. Hier gilt es unserer Meinung nach noch einmal zu hinterfragen, wie das Praxismanagement eventuell verbessert werden kann. Vielleicht ist es ja auch ein Weg, noch mal mehr offene Sprechstunden anstatt feste Termine zu vergeben. In seinen über 30 Jahren als Frauenarzt hat Christian Albring nur einmal gefehlt. Er bittet seine Patienten für Unzuverlässigkeit bisher nicht zur Kasse, ist aber für eine Ausfallgebühr. Wir warten darauf, dass der Politiker oder der Gesetzgeber ein Einsehen hat und sich hier nicht vor den Patientinnen und Patienten fürchtet, die dann ihn vielleicht nicht mehr wählen. Wir halten es für wichtig, dass das gemacht wird. Die Gespräche dazu laufen. Ob und wann es ein Ergebnis gibt, ist offen.